Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Alien Isolation. Ja, ich habe jetzt mal in der Zwischenzeit, voilà, jetzt mal in der Zwischenzeit nachgeschaut, wie diese Lösung in der letzten Folge, wo wir immer gestorben sind, wie das funktioniert. Und nun? Ich behalte ein Auge auf den. Es schaut mir sehr laut. Ich hoffe, es ist nicht zu Im laut. Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Achso, jetzt wird die aufgemeldet im Lüftungsschacht. Das sind ja mittlerweile Lassen Sie sich Profis. umschauen. Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie nicht den Schacht gefunden haben. Ja. Axel, ist es der hier? Warten Sie, ich komme ja schon. Ich wusste, dass er hier irgendwo ist. Sehen Sie? Ich habe alles unter Kontrolle. Natürlich, er hat alles unter Kontrolle. Los jetzt! Wieso kann er die Tür öffnen und wir nicht? Das hat mich schon letztes Mal immer gewundert. Das ist furchtbar. Ich stelle es nochmal ein bisschen leiser, weil ich glaube, das Problem ist, dass es fast so laut ist wie ich. Das ist Mist. Ja, Entschuldigung, ich muss leider in der Folge anpassen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu leise. Weil hier sind im Moment sehr viele Geräusche. Zu lange aufzuhalten. Nee. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe! Ich hab was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Wir schaffen es, das verspreche ich. Folgen Sie mir! Oh. Hier ist was zum Safen. Oh, ich krieg die Krise. Safen wir nochmal schnell. Ja. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Fühlst du dich sicher? Leise. Ich nämlich nicht. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ablenkungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Wir machen weniger Lärm. So. Wer hat als letztes die Vorräte geprüft? Ich. Was ist? Ja, also ich halte jetzt mal ein bisschen meine Klappe, während die hier sprechen. Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. So. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Und hier ist ein Schacht, da können wir reinhüpfen. Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Chef? Der ist ein einfacher Verkäufer. Der Generator ist abgestellt. Er hat sich selber ausgeschaltet? Nein! Jemand ist hier! Sehen wir mal nach. Kommt mit! Okay. Die reden jetzt wahrscheinlich gleich wieder. Kommen Sie raus, dann tun wir Ihnen nichts. Da drinnen hat sich was bewegt. Wir wissen... Scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier raus. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? War vielleicht eine Ratte, hat sich verheddert und den Sicherheitsmechanismus ausgelöst. Eine Ratte? Muss eine verdammt große Ratte gewesen sein. Ich weiß doch auch nicht.
Irgendwer macht uns hier Ärger. Ich weiß nicht, wem wahrscheinlich die gleiche Person, die unsere Sachen gestohlen hat. Das ist beängstigend. Nee, das stimmt nicht. Haben wir ja auch Waffen. Na los, hilf mir den Schalter zu finden, um ihn wieder anzuwerfen. So, und wenn ich richtig nachgelesen habe, müsste jetzt irgendwann Axel kommen. Okay, also was halt wirklich schlimm ist, dass ich das Zeug so laut höre wie meine eigene Stimme. Das heißt, ich schalte es mir jetzt mal zweimal leiser, muss aber dann gleichzeitig bei euch wieder hochstellen. Also es tut mir leid, wir müssen es halt einfach während der Folge ausprobieren. Zum Glück bin ich nicht allein. Ja, naja. Das Problem ist halt, es tut mir wirklich leid, dass ich das während der Folge machen muss. Ja. Es müsste halt jetzt irgendwann Axel kommen eigentlich. Wenn ich richtig nachgelesen habe. Ich möchte halt jetzt auch nicht rausgehen, weil dann werde ich gleich wieder erschossen. Dann warten wir jetzt hier einfach noch ein bisschen. Ja. Wahrscheinlich wird dann hier irgendwie vielleicht später. Wobei, da geht's ja nicht weiter. Wie ist es nur so weit gekommen? Auf Rettung können wir lange warten, oder? Naja, Rettung ist eigentlich schon hier, aber wenn ihr mich erschießt, dann helfe ich euch auch nicht. So einfach ist die Geschichte. Hier kann man halt rausschauen. Ich möchte nicht rausgehen. Ich kann mich kaum noch an Zeiten erinnern, in denen wir. Vielleicht ist nicht der Trick, wenn sie drüben sind, hier rauszugehen, weil hier ist ja auch noch ein Schacht. Oh je, das ist natürlich schwer. Okay. Wir öffnen jetzt. Ich hoffe, es ist kein Fehler. Okay. Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Folgen Sie mir. Das war auf jeden Fall der richtige Weg, also. Vertraut nicht immer auf das, was ihr liest. Guter Rat von mir. Macht jetzt irgendwas? Gehen wir mal da rein. Ich hoffe, ihr hört gerade auch dieses Geräusch. Hallo? Machst du jetzt irgendwas? Okay. Anscheinend nicht. Dann schauen wir mal hier weiter. Wie weit noch? Fast da. Hä? Schiff auch noch da. Sevastopol entspricht nicht so ganz hier. Oh, hier ist nochmal ein Terminal. Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. So, dann lesen wir jetzt kurz nochmal vor. Ich kann es nicht lesen. So. Ein Auge zudrücken. Es. Haben endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seine Truppen gesagt, sie sollen 5 gerade sein lassen. Die sind wahrscheinlich sowieso zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass ihnen irgendwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Bailey. Nielsen, Leonard, Sie beide haben die erste Schicht an der Tür also aufgepasst. Hier steckt eine Menge Arbeit drin. Wir wollen keine Einbrecher, nur weil Sie die Anweisung nicht gelesen haben. Das hier ist ein Schloss nach der Zwei-Mann-Regel. Will heißen, man muss das Tor von 2 verschiedenen Konsolen aus gleichzeitig öffnen. Die meisten von uns kennen sich nicht. Das ist also die sicherste Art dafür zu sorgen, dass alles hier sicher ist und sich niemand mit unseren Sachen heimlich aus dem Staub macht. Wechseln Sie sich während Ihrer Schicht ab und informieren Sie den jeweils anderen, wenn jemand von uns rein oder raus muss.
Das gilt nur für uns und sonst niemand, egal wie sehr jemand bettelt und was für eine herzzerreißende Geschichte er erzählt. Meine vorherige Gruppe ist weich geworden und jetzt bin ich als... Blätter? Okay, irgendwie... Also irgendwie sollte es da weitergehen. Ah, so geht's. Joy. Also die Gruppe ist weich geworden und jetzt bin ich als einziger übrig. Vertrauen Sie niemanden. Joe. Hoppala. Mal wieder falsche Taste. Weitergeben im Inventar. Inventar, nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt werden oder auf der Liste abgehakt werden. Aspirin 4, Konserven 32, Müsli 6, Packungen, Wasser 4, Gallionen, Zahnpasta 12, Tuben, Zigaretten 3, Stangen, Toilettenpapier 26 Rollen, Klebeband 6 Rollen, Medikits 2, Milchpulver 52. Notiz, Munition neigt sich dem Ende. Zoe kann sich ein paar Medikamente schnappen, alles an dieselbe Person adressiert. Die werden wohl nicht mehr gebraucht. Aber da, schon wieder. Ja. Man schießt halt nicht mehr Escape, sondern mit Q, das nervt ein bisschen. Okay, dann gehen wir hier jetzt weiter. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Hm. Stromwiederhersteller, prima. Wer ist aus? Die Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Hallo? Ich kann halt nichts drücken, das ist halt das Problem. Aber das ist halt schon die... Das muss schon die sein. Hallo? Kann der jetzt mal... Was sind auf uns aufgehört? Betätigen Sie den Schalter gleichzeitig mit Excel. Ja. Versuche ich doch, aber ich kann halt nichts drücken. Weil das hier oben ist ja der Knopf. Und da ist der da. Also, R drücken und zum Aktivieren. Oh ne, das war die Leuchtfackel. Ja. So, okay. Nein, das Nervige ist, man kann es halt überhaupt nicht wegstecken. Ich kapier's halt wirklich nicht, ich bin zu blöd dafür. Also das nervt jetzt echt. Das ist die auf der anderen Seite, das muss die sein. Ich kann auch hier irgendwie sonst nichts machen, aber... Also bestimmt hat die Lösung schon herausgefunden, aber ich bin zu blöd dafür, ehrlich. Hallo, ich kann auch nicht mit ihm reden. Ach komm, Leute. Also es nervt wirklich diese blöden Fuck in deinem Bild. Tastenbelegung. Da ist halt wirklich nichts. Falsche Taste. So. Jetzt machen wir einmal das Medikit. Gut. Ist mal besser, jetzt haben wir auch nichts mehr in der Hand. Das ist gut. Aber ich bin trotzdem immer noch zu blöd, irgendwie. Diesen Schalter, ich sehe natürlich auch keine Hände oder. Ich betätige den Schalter gleichzeitig mit Excel. Aber das Problem ist.
Das Problem ist, was mache ich hier? Also ich kann halt irgendwie... Es muss der Hebel sein, dieser Knopf sein. Nein. Nein, nicht schon wieder. Nein, ey, das kann jetzt nicht sein. Oh, jetzt habe ich das. Kommt, Leute. Das nervt so mit diesen blöden Fackeln. Ey, ich check's halt wirklich nicht. Ich bin zu blöd dafür. Muss ich erst was reparieren, naja. Ja. An der Stelle verabschiede ich mich mal. Wir haben jetzt leider echt nicht viel geschafft in der Folge, aber manchmal bin ich halt einfach zu blöd dafür. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Lasst gerne ein Like da, lasst sehr gerne ein Abo da, damit nichts verpasst und kommentiert auch sehr gerne, wenn ihr Anregungen, Wünsche, Fragen habt, alles in die Kommentare. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, oder wann ihr auch das Video schaut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.